Jedinak der Kapitän, Khedira der andere Kapitän. Reus startet in die Mitte. Da ist Reus! Und diesmal passt es im zweiten Versuch. 1:0 für die deutsche Elf durch den Dortmunder. Sehr schön eingeleitet das Ganze von Sami Khedira. Er war der Initiator. Nach einem Fehler von Jedinek. Reus guckt und läuft genau richtig und es ist kein Abseits. Und mit rechts in die lange Ecke 1:0. Ja, das ist das 1:1 durch James Kroesi. Eine scharfe Hereingabe und ein Kopfball wie ein Schuss führt in der 40. Minute zum 1:1, zum Ausgleich. Nach einer Flanke von Nathan Burns. Ausgehend von einem Einwurf. Burns kann sich dagegen Özil durchsetzen. Und da kommt Jonas Hector zu spät. So eine Vier-Mann-Mauer. Franjic, der Australier, gesellt sich dazu. Jedinak! Und Australien geht in Führung durch den Kapitän. Ein Pfundschuss. Wollen wir noch mal ein bisschen schauen, wie Ron-Robert Zieler hier auf diesen Freistoß reagiert. Über die Mauer. Er steht natürlich in seiner Torwartecke, der Hannoveraner, und kommt dann nicht mal rechtzeitig hin, obwohl er noch am Ball ist. Schürrle, Hector Schürrle. Und Marin doch. Lukas Podolski. Schauen Sie sich mal diese Freude an. Des früheren Kölners. 2:2. Eingeleitet über die linke Seite. Hector und Schürrle und dann von der 5-Meter-Grenze hier mit seinem starken linken Fuß das 2:2. Dieses Tor ist insofern für Podolski etwas Besonderes, weil es das 48. war.